Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es sind Tragödien, die oft im Verborgenen geschehen, zumindest für die Weltöffentlichkeit. Weil verzweifelte Menschen aus ihrer Heimat fliehen, steigen sie in schrottreife Boote von Schleppern, die dabei skrupellos in Kauf nehmen, dass die Flüchtlinge die Überfahrt nicht überleben könnten. Und so wissen wir nicht, wie viele Menschen das Wasser diesmal verschluckt hat. Was wir wissen, es wurden heute mehr als 100 Leichen an der libyschen Küste angespült und auch südlich der griechischen Insel Kreta endete ein weiterer Fluchtversuch in einer Katastrophe. Weil der Flüchtlingspakt zwischen EU und der Türkei den Weg nach Griechenland verschlossen hat, nehmen jetzt wieder mehr Menschen die weitaus gefährlichere Route quer über das südliche Mittelmeer. Richard Schneider berichtet. Kreta, eine der beliebtesten Urlaubsinseln Griechenlands. Heute war Kreta allerdings mit schlechten Nachrichten in den Schlagzeilen. Etwa 140 Kilometer vor der Küste war ein Boot mit Flüchtlingen gesunken. 700 sollen an Bord gewesen sein, etwa 340 wurden gerettet. Bilder von dem Unglück oder der Rettungsaktion gibt es bislang nicht. Das Schiff ist vermutlich von Ägypten aus gestartet. Das Ziel, wie für immer mehr Flüchtlinge aus Afrika in den letzten Wochen, Italien. Wegen des türkisch-europäischen Abkommens sind die Flüchtlinge gezwungen, immer gefährlichere Routen zu wählen, um irgendwie nach Europa zu kommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge drastisch angestiegen. Die Boote sind restlos überfüllt und wesentlich größer als noch im vergangenen Jahr. Die meisten Menschen können nicht schwimmen, doch das ist nicht der einzige Grund für das Sterben auf See. Die Boote werden immer schlechter. Schlauchboote sind nach ein paar Stunden voller Wasser und die größeren Boote, die eingesetzt werden, sind eigentlich nicht mehr seetüchtig. Das ist pure Menschenverachtung, purer Zynismus der Schlepper. Deswegen mussten zum Beispiel auch vor einer Woche bei einem Unglück etwa 500 Eritreer auf hoher See sterben. Sie hatten die Unverfrorenheit, ein Boot ohne Motor auf See zu schicken. Da kann man nicht mehr von einem Unglück reden. Wenn man ein Boot so auf den Kanal von Sizilien schickt, dann ist das kriminell. Und so wird es auch weiterhin solche Bilder geben. Am Strand von Libyen wurden über 100 Leichen angespült. Die Toten stammen wahrscheinlich von einem Boot, das am Mittwoch von Libyen aus gestartet war. Es ist ein humanitärer Notstand. Das Geld, das die Flüchtlinge an die kriminellen Schlepperorganisationen zahlen und die Gewalt, die gegen sie auf der Flucht angewendet wird, in der Wüste, in Libyen und auf dem Meer. Und Europa schaut zu und findet kaum Antworten für dieses Problem. Schon wieder also tote Flüchtlinge im Mittelmeer und es werden nicht die letzten sein. Ein Kommentar von Marion von Haaren vom Westdeutschen Rundfunk. Ich schäme mich. Als Europäerin, die das Glück hatte, in eine Zeit des Friedens und der Stabilität geboren zu sein, sehe ich mit Schrecken, wie sich vor meine Urlaubsfotos vom Mittelmeer, Sonne, Strand und Spaß, wieder hässliche Bilder schieben. Bilder von treibenden, toten Kindern auf offener See oder Menschen, die an die Küsten geschwemmt werden. Ich verstehe es nicht. Warum hörte niemand den Alarm? Es war doch bekannt, dass sich Tausende statt über die verrammelte Balkanroute nun auf den riskanten Weg über das Mittelmeer begeben. In Libyen sammeln sich Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder. Sie warten sehnlichst auf die Chance, endlich ein Boot zu besteigen und sei es auch noch so klapprig. Es ist höchste Zeit, dass wir in Europa Soforthilfe leisten, etwa mit einer großen Seenotrettungsaktion nach dem Muster Mare Nostrum, das heißt übersetzt unser Meer. Dabei hatten 2014 allein italienische Marine und Küstenwache 150.000 Menschen das Leben gerettet, auf eigene italienische Kosten. Ihre Nachfolgemissionen unter der Flagge der EU waren bisher nicht annähernd so erfolgreich. Mehr als 2.500 Tote. Das ist auch für die EU-Mission Sophia kein Ruhmesblatt. Hier muss mehr getan werden. Ja, auch näher an libyschen Gewässern heran. Und wir Europäer, die nur Glück hatten, nicht in einem der Elendsländer geboren zu sein, müssen wir nicht viel lauter fordern, ja herausschreien, dass wir diese Ungerechtigkeit, dieses Elend einfach nicht länger hinnehmen. Dass unsere Regierung viel mehr tun müssen, um den Menschen in Afrika Soforthilfe zu leisten. Ja, ich schäme mich. Der Wert unserer Waffenexporte in die Krisenregionen übersteigt ein Vielfaches der Summe, die wir dort an Hilfe leisten.
Marion von Haaren kommentierte. Alles voller Schlamm, unbrauchbar, Schrott. Wir sehen Möbel auf den schmutzverkrusteten Straßen in der Gemeinde Triftern in Niederbayern. Sessel, Computerbildschirm, Schränke. Gegenstände eines Alltags, den es so nicht mehr gibt. Anstelle von Normalität ist Verzweiflung gerückt und Trauer um die mittlerweile 7 Todesopfer. Mittlerweile sprechen Experten von einer Jahrtausendflut. So außergewöhnlich war dieses Ereignis. Und doch hat es auch menschgemachte Ursachen, wie Mira Bartelmann berichtet. Sie beginnt ihre Reportage aber mit der großen Solidarität der Menschen nach der Flut. Die Ortsmitte von Simbach am Inn, 2 Tage nach der Sturzflut. Die Wassermassen sind verschwunden, geblieben sind tausende Tonnen von Schlamm. Julia Schießel und Stefanie Grübel sind nach Feierabend aus den Nachbargemeinden mitten ins Krisengebiet gekommen, um ihre Hilfe anzubieten. Sie müssen nicht lange fragen. Der bereits angetrocknete Dreck muss weg von der Hauswand. Ich glaube, das ist einfach Wahnsinn, wenn du alles verlierst. Ja. Und ich denke mal, das Mindeste ist einfach, dass man helfen kann. Noch immer stehen die Betroffenen unter Schock. Doch allmählich beginnen sie zu grübeln, warum es ausgerechnet sie so schwer erwischt hat. Robert Brandhuber ist ein ausgewiesener Experte für Bodenphysik und beschäftigt sich seit Jahren mit Erderosionen. Den ganzen Tag war er mit seinem Team in der Region unterwegs und hat nach Ursachen für dieses Jahrtausendereignis geforscht. Rund um Simbach werden 30% der landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Mais genutzt. Noch sind die Pflanzen klein. Die Felder konnten die extrem großen Regenmengen nicht mehr aufnehmen. Das Wasser bahnte sich dann samt dem Erdreich den Weg immer weiter talabwärts und verwandelte den kleinen Fluss Simbach in eine braune, reißende Brühe. Brandhuber sieht in dem intensiven Maisanbau aber nicht die alleinige Ursache für die Katastrophe. Der Mais ist natürlich ein Thema für den Erosionsschutz. Die Landwirtschaft bemüht sich, das gut zu machen, Mulchsaat. Wir müssen das auch noch besser machen. Wir werden jetzt auch nach diesen Ereignissen wirklich noch mal analysieren, was man besser machen kann. Aber jetzt zu sagen, das liegt an dem Drittel Mais, das hier so ausschaut, das ist aus unserer Sicht abwegig. Noch kann niemand die Höhe der Schäden genau beziffern. Sie dürfte aber im 3-stelligen Millionenbereich liegen. Die vielen Helfer, am Abend macht sich Erschöpfung breit. Doch aufgeben will hier niemand. Josef Rauscher hat eine Firma für Holzbau. Er muss noch einmal bei Null anfangen. Im Erdgeschoss haben wir circa 1 Meter Wasserstand gehabt. Das heißt, da drinnen ist alles, was da gelagert war. Da waren Lagerräume, da waren Heizung, Heizraum, da waren Pelletsräume. Das ist alles zerstört. Simbach am Inn, eine Stadt im Ausnahmezustand. Doch die Betroffenen werden nicht allein gelassen. Morgen erwartet die kleine Stadt über 1000 freiwillige Helfer, die an ihrem freien Samstag mit anpacken wollen. Für diese jüdischen Siedlerjungs ist es nur ein Spielzeug. Doch sie lernen früh, dass es in ihrer Heimat normal ist, wenn Erwachsene mit Waffen ihr Land verteidigen oder den Boden, von dem sie behaupten, es sei ihr Land. Es hat nahezu unendlich viele Versuche gegeben, den Nahostkonflikt zu befrieden. Alle sind bisher letztlich gescheitert. Doch nun hat Frankreich eine internationale Friedenskonferenz ins Leben gerufen. 29 Staaten und Organisationen sollen nach einem Weg suchen, Israelis und Palästinenser, die bei diesen Verhandlungen nicht dabei sind, zunächst wenigstens mal wieder an einen Tisch zu bringen. Das allein erscheint derzeit aber schwer vorstellbar, denn seit Ministerpräsident Netanyahu mit den Ultrarechten regiert, wird die Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten immer aggressiver. Susanne Glass. Das Pferd kommt nicht über die neue Straße. Der palästinensische Bauer ist damit abgeschnitten von seinen Feldern. Die Soldaten wollen helfen, warnen vor heranrasenden Autos. Und Netta Golan übersetzt vom Hebräischen ins Arabische. Es ist hier verzweifelter Protest gegen die andauernde Landnahme Israels. Mit solchen Straßen fängt es oft an. Wenn die Bauern die Felder nicht mehr bewirtschaften können, wird das Land enteignet, neue Siedlungen entstehen. Ihr kleines Drama spiegelt den großen Konflikt wider, der auch das Leben von Netta beherrscht. Die Jüdin lebt in Nablus im Westjordanland mit ihrem palästinensischen Ehemann, 3 Töchtern. Das Paar hat sich bei den Friedensverhandlungen von Oslo 1993 kennengelernt. Beide waren Delegierte einer palästinensisch-jüdischen Jugendgruppe.
Wenn ich an die Aufbruchsstimmung von damals denke, wir versuchen es jetzt ja weiter, aber es ist zum Verzweifeln. Die Weltgemeinschaft hat nicht genügend Druck auf Israel gemacht. Wir alle haben versagt. Angefangen von den Friedensverhandlungen von Madrid 1991 über Oslo bis Camp David. Große Hoffnungen, große Enttäuschungen. Nicht nur die Amerikaner bemühten sich intensiv, auch die arabischen Länder vermittelten. Mit der Präsidentschaft von Obama startete die sogenannte Pendeldiplomatie, abgebrochen 2014. Jetzt also Paris. Woran die derzeitige israelische Regierung von Ministerpräsident Netanyahu mit dem neuen rechtsnationalen Verteidigungsminister Lieberman demonstratives Desinteresse signalisiert. Stattdessen überraschte Netanyahu Anfang der Woche mit der Aussage, er sei eventuell bereit, ein arabisches Vermittlungsangebot anzunehmen, das allerdings schon aus dem Jahr 2002 stammt. Fakt ist, vom einzig international akzeptierten Friedenskonzept der Zwei-Staaten-Lösung ist die Regierung Netanyahu weiter entfernt denn je, weil ihr Siedlungsbau in den besetzten Gebieten die Gründung eines Palästinenserstaates zunehmend unmöglich macht. Auch der neue Verteidigungsminister Lieberman hat seinen Wohnsitz im Westjordanland. Die Siedler haben eine fraktionsübergreifende Vertretung im Parlament. Wenn unsere Regierung uns loszuwerden versucht, werden wir die Regierung stürzen. Und die Jüdin Netta, Aktivistin seit Oslo, wird auf Seiten der Palästinenser weiter demonstrieren gegen den Siedlungsbau. Der Fußball-Weltverband FIFA kommt auch nach dem Wechsel an der Spitze nicht zur Ruhe. Es gibt neue Vorwürfe gegen Ex-Chef Blatter und zwei weitere Funktionäre. Die Nachricht mit Susanne Daubner. Die ehemaligen Funktionäre sollen sich mit gut 70 Millionen Euro von der FIFA bereichert haben. Das zeigen interne Untersuchungen des Weltfußballverbandes. Blatters Anwalt wies die Vorwürfe zurück. Zwei Machtmenschen mit Imageproblem am Mittwoch auf PR-Offensive. Gianni Infantino allerdings noch keine 100 Tage im Amt und wegen allerlei Querelen schon beschädigt. Heute ging der FIFA-Boss in die Offensive mit pikanten Details über seinen Vorgänger Sepp Blatter, Ex-Generalsekretär Walk und den erst kürzlich geschassten Finanzdirektor Kattner. Seit 2011 sollen sie sich gegenseitig gut 70 Millionen Euro zugeschanzt haben, so eine FIFA-interne Untersuchung. Nachdem, was die FIFA veröffentlicht hat vorher und gesagt hat, dass sie nie so immense Saläre auszahlen würden, ist das ein Riesenskandal. Rechtzeitig vor seiner Wiederwahl 2011 gewährte Blatter seinen Vertrauten Walk und Kattner millionenschwere Vertragsverlängerungen mit großzügigen Abfindungsregelungen. Für diverse Weltmeisterschaften kassierten sie Millionen Boni, ohne Kontrolle und Rechtsgrundlage, so die Untersuchung. Die Berner Bundesanwaltschaft ermittelt, erst gestern durchsuchten Fahnder erneut die FIFA-Zentrale. Nach den Festnahmen von drei mutmaßlichen islamistischen Terroristen sitzen alle jetzt in Untersuchungshaft. Den Männern wird vorgeworfen, einen Anschlag in Düsseldorf geplant zu haben. Ein vierter Beschuldigter ist in Frankreich inhaftiert. Dieser berichtete, für den Anschlag in Düsseldorf seien bis zu 10 Attentäter vorgesehen gewesen. Nach Angaben von französischen Medien gibt es bei den Ermittlern in Paris inzwischen aber offenbar Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit. Das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 wird möglicherweise später fertig als geplant und teurer. Das geht laut Medienberichten aus einem internen Bericht der Bahn hervor. Gründe sollen unter anderem verzögerte Baugenehmigungen und neue Anforderungen an den Brandschutz sein. In vielen Regionen Frankreichs kämpfen die Menschen weiter gegen Hochwasser. In Paris blieb der Louvre geschlossen. Die Kunstwerke aus den unteren Geschossen wurden vor den Fluten in Sicherheit gebracht. Nach tagelangem Regen stieg die Seine auf ihren höchsten Pegelstand seit fast 35 Jahren. Und auch in Deutschland hält das extreme Wetter an. Beim Musikfestival Rock am Ring in der Osteifel sind bei einem Blitzeinschlag am Abend offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei hat das bestätigt, machte aber keine weiteren Angaben zur Schwere der Verletzungen. Das Festival wurde unterbrochen. Und dabei sind wir bei den Wetteraussichten und Claudia Kleinert. Claudia, was haben wir am Wochenende zu erwarten?
Karin, es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Das heißt, es bleibt auch weiterhin bei Unwettergefahr. Und auch die nächsten Stunden kann es immer wieder ziemlich kräftige Gewitter geben, zum Teil mit sintflutartigem Regen, so wie wir es aus den letzten Tagen kennen. Und ganz aktiv sind die im Moment vor allem in Nordrhein-Westfalen. Sie sehen aber auch hier Rheinland-Pfalz, dann weiter runter bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Immer mal wieder Schauer. Die kräftigsten, zum Teil mit den intensivsten Regenmengen und den heftigsten Gewittern, die sieht man hier. Und deswegen gehen wir da mal ein bisschen näher ran, südliche Nordrhein-Westfalen rüber bis zur Eifel. Das war nämlich nicht die einzige Region. Heute hat es auch noch mal den Kreis Wesel heftig getroffen mit Regen. Dort, wo man ja wirklich keinen einzigen Tropfen mehr von oben gebrauchen kann. Da ist es eh schon ganz schlimm mit Überschwemmungen. Aber jetzt hier letzte Stunde in Köln auch noch mal so ein heftiges Gewitter. Verbreitet war es heute nass. Das sind die Werte der letzten Stunden. Xanten hat eben noch mal fast 30 Liter pro Quadratmeter bekommen. Osnabrück 16, Kronach 13, Weingarten bei Ravensburg 24. Liter pro Quadratmeter. Das sieht morgen noch mal ähnlich aus im Westen und Süden, zumal da kaum Wind weht. Das heißt, wenn mal so ein Gewitter entsteht, kommt das kaum vom Fleck. Problematik vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Und dann regnet es eben auch mal lange Zeit und es können erhebliche Mengen zusammenkommen. Jetzt in der Nacht noch Richtung Eifel, aber auch südliches Nordrhein-Westfalen. Insgesamt kräftige Schauer und Gewitter. Sonst sind noch Einzelne unterwegs. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad. Morgen Vormittag erstmal so eine Wetterberuhigung. Einzelne Schauer gibt es zwar noch und nach Süden hin, wo das Tief liegt, da bleiben aus der Nacht auch noch Schauer und Gewitter übrig. Am Nachmittag brodelt es wieder im Westen. Südliche Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, da sind dann wieder örtlich und vereinzelt auch unwetterartige Schauer und Gewitter möglich. In der Südhälfte 20 bis 23, im Norden bis zu 30 Grad, das alles bei vor allem im Süden schwachem Wind. Die nächsten Tage Sonntag immer noch Schauer und Gewitter, vor allem im Süden. Montag lässt das Ganze dann mehr und mehr nach. Im Norden, also an Nord- und Ostsee, ist es eh das ganze Wochenende sonnig, freundlich. Da kriegt man von den Unwettern gar nichts mit. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier im Ersten ermitteln jetzt im Anschluss Marc Waschke und Merit Becker in einem Tatort aus Berlin. Gegen 10 nach 1 meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und die Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dahin.